Hallo, ich melde mich aus dem wunderschönen Cottbus und wir gehen jetzt gleich mal ins Swiss und probieren die Gratis-Pommes. Sollen ja wie echte belgische Pommes schmecken. Komm doch einfach mal mit. Ich war vor kurzem erst in Belgien und ja, da kann ich jetzt mal einen Vergleich ziehen, ob die Cottbuser belgischen Pommes oder die richtig belgischen Pommes besser schmecken. Das werdet ihr dann natürlich sehen. Ja. Und für die glauben, Cottbus liegt in Belgien? Nein. Nein, es liegt Pommes in Deutschland. So, dann komm mal mit. Wir lassen einfach mal die Kamera laufen, oder? Ja, ich sag jetzt einfach mal ja. Natürlich werde ich auch noch ein Feedback abgeben über den Fritz Curry Imbiss, den ich gemacht habe an dem Abend. Und das werdet ihr dann später noch im Video sehen. Also bleibt bitte dran, es geht gleich weiter. Leute, jetzt bin ich genau schon vom Fritz Curry. Es ist gegenüber vom Blechenfilmer hier rüber. Ja, genau da ist es. Gehen wir doch einfach mal hin, oder? Komm mal mit. Was soll ich sonst anderes tun? Du willst auch die Gratis-Pommes? Ja! Wer will die Gratis-Pommes heute nicht? Oder fahren die alle mit der Straßenbahn heute? Heute Straßenbahn. Also zur nächsten Currywurstbude, wo es Pommes gibt. Das ist so krass, also wenn man sich das mal so überlegt, ja, also wegen ein paar Gratis-Pommes, aber man muss ja mal die belgischen, Cottbuser belgischen Pommes. Wenn es mal schon was Gratis gibt. Wenn es schon mal was Gratis gibt. Schade, es sind leider keine Bananen. Also, aber sie sehen aus wie Bananen. Also Pommes sind ja auch nur kleine Pommes. Ey, sag mal, wieso filmst du immer so Namen? Dynamik. Dynamik. Mein Freund, Dynamik. Für die Dynamik. So, jetzt möchte ich halt noch Fritz Curry bewerten. Vorab, Geschmäcker und Empfindungen sind natürlich unterschiedlich, aber trotzdem möchte ich mein Feedback teilen. Ich verteile immer maximal 5 Pommes-Typen, wobei diese die höchste Wertung haben. Also für die Mayonnaise-Sorten auf jeden Fall 5 von 5 Pommes-Tüten, also das hat mich wirklich überrascht. Die Zeit war natürlich etwas hoch durch die Neueröffnung und durch die Gratis-Pommes. Das wird sich legen, aber trotzdem steht man auch in Belgien lange an, um Pommes zu bekommen. Aber ich gebe trotzdem 4 von 5 Pommes-Tüten. Die Auswahl des Imbiss finde ich voll ausreichend. Es ist ja nur ein kleiner Imbiss, also davon auch 5 von 5 Pommes-Tüten. Ich will unbedingt noch die Süßkartoffel-Pommes testen, werde ich demnächst machen auf jeden Fall. Die Pommes direkt muss ich leider sagen, ich vermisse so ein bisschen den Knusprigkeitsgrad, den ich von den belgischen Pommes kennengelernt habe. Und deshalb muss ich leider einen Punkt Abzug geben. Deswegen gebe ich nur 4 von 5 Pommes-Tüten, weil die Pommes an sich waren eigentlich so vollkommen okay, aber mir hat halt, wie gesagt, dieser kleine Knusprigkeitsgrad gefehlt, den ich halt leider in Belgien kennengelernt habe. Was ich noch hoffe, ist, dass richtig scharfe Soßen kommen, wo die Kehle danach richtig schön brennt. Na, mal schauen, vielleicht gibt's das ja demnächst.